Ja Leute, heute ist ein wahnsinnig aufregender Tag für mich. Ich bin heute mit meiner Lady unterwegs und sie wird am Gipfelkreuz ihr blaues Wunder erleben, schätze ich mal. Weil ich werde sie fragen, ob sie meine Frau werden will. Ja, ich bin eh schon halbwegs nervös. Ein bisschen was haben wir schon zusammengedichtet im Kopf, was ich sage und was nicht. Und ja, es ist jetzt schon ziemlich lang her, dass wir mal gemeinsam wieder wandern gehen. Weil mit Kind ist das nicht so einfach. Jetzt haben wir heute in der Früh natürlich meine Tochter nur zur Oma gebracht. Und jetzt genießen wir den Tag zu zweit. Und gehen in Hochsalm. Und beim Abergehen nehmen wir noch einen mit. Am zweiten Gipfel. Aber schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und hoffentlich sagt es ja. Das war natürlich das Beste. Alter Verwalter, da geht's rauf hier. Aber wir hätten einen Lulu-Weg auch nicht mehr können. Über die Forststraßen. Wo nachdem wir keine Lulus sind. Gehen wir die Ruppe, gell? Passage. Oder was sagen Sie? Jawohl. Das ist gar nicht so ohne, wenn man es schon lange nicht mehr gemacht hat. Ist schon wieder vorgerannt, als gesagt hat, du bist eh schneller. Hat sie ja recht, aber ja. Ja, nein, aber richtig cool, voll schönes Wetter haben wir erwischt. Für den 23. Oktober ist das eigentlich ein Wahnsinn, dass es noch so schön ist. 8-9 Grad haben wir, also optimal das Wanderwetter. Es ist nicht recht gatschig oder sonst irgendwas. Also es läuft und sind wir gespannt auf den Gipfel und aufs Vorhaben. Geht's eh? Fralli! Jetzt tut's wieder recht cool und nachher rät's wieder. Ja, Wahnsinn. Badim, badim, badim. Diep, diep. Wieder Swing. Da aufgegangen hat's zum Hochsalm. Na, dann tun wir das. Jetzt wird's warm. Thank you.
setz dich um, Pitschdieschen. So, wir vermuten, dass wir nicht mehr lang haben. Ich schätze mal 80 Höhenmeter circa. Und dann gibt es eine gute Jausen. Ein wenig Kohlenspitz, dann eine Aussee. Dann freuen wir uns schon auf den Ausblick, wann wir ihn haben. Wir wissen damals ja nicht. Ah! Aber wenn ich mir das anschaue, haben wir da einen schönen Ausblick. I show you. Was man sagen muss, ist, dass er echt gut beschrieben ist. Ja, wirklich. Richtig gut beschrieben. Also da kann man herfahren ohne GPS-Daten. Vorher sage ich nur, es ist nicht gatschig. Jetzt wird es gatschig. Ja, mei. Gehört dazu. Geschafft! 1 Stunde 25, knapp 700 Höhenmeter. Gut, ist gegangen. Bergheil, Spatz. Bergheil. Schön ist das neue Gipfelkreuz. Richtig schön. 2023, also heuer aufgestellt worden. Richtig cool. Eigentlich hätten wir gedacht, wir haben Ruhe und es ist kein Mensch unterwegs. Aber man hoffen Leute gesehen. Das ist was. Stark. Stark. In der Steiermark. Nicht ganz. Sagte ja, wie wunderbar. So, das war's. Die nervöseste Bergtour überhaupt. Nein, war ganz cool. So runtergehen, hat ein bisschen in die Knie gezogen. Aber sonst komplett schön. Gell? Ja. Und das Schönste? Ist da. Zum Glück hat sie ja gesagt. Ich war mir sicher, wenn das ein unwiderstehlicher Typ bist, dann ist das halt so. Alles klar, bis zum nächsten Video.